Also im Starter-Set enthalten sind bereits zwei Zylinder. Man kann also direkt loslegen. Die werden von unten durch das Loch nach oben geschoben, haben den passenden Adapter da natürlich dabei, sonst wird es ja nicht funktionieren. Und dann wird die Klappe einfach nur wieder draufgesetzt. Hier ist die Entsicherung und dann kann man es wieder nach hinten aufklappen. Die Flasche muss man ein bisschen darauf achten, dass man sie eben nicht überfüllt, weil sonst das Wasser oben raussprudelt. Hier ist das Maximum. Wenn es raussprudelt, wird es hier unten gefangen. Ist auch kein Problem. Und hier oben ist dann quasi der Gasgeben-Knopf. Da hört man, dass es unten rauskommt. Und dann kann man sich sein Wasser so gestalten, so blubberig, wie man das gerne hätte. Und dann auch mit gegebenenfalls eben nochmal säften zusätzlich. Funktioniert perfekt, sieht gut aus, war ganz einfach. Und dass eben alles dabei ist, ist ein absolutes Gimmick. Gefällt mir sehr gut.